Wir wollen mit der MFiles-Installation auf einem Serversystem beginnen. Dazu haben wir hier auf dem Server die Installationsdatei bereitgestellt. Die befindet sich hier in dem Laufwerk C unter Install. Das ist ein MSI-Paket, das wird einfach per Doppelklick ausgeführt. Anschließend öffnet sich der Installationswizard. Wir klicken auf Weiter. Wir können hier auch den Hinweis entnehmen, die Evaluierung, die kann man 30 Tage testen. Wir haben hier den entsprechenden Endbenutzer-Lizenzvertrag von MFiles, den bestätigen wir kurz. Dann haben wir hier zwei Optionen. Entweder wir machen eine Installation mit einer Evaluierungsinstallation. Das bedeutet, ich installiere MFiles mit allen Funktionen auf dem System, habe eine kleine Test-Vault und kann das 30 Tage lang testen. Die andere Variante ist, dass ich eine Standardinstallation vornehme. Hier kann ich entscheiden, was ich denn installieren will. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte neben dem normalen Desktop-Client auch den Server und die Server-Tools installieren. Wir entscheiden uns jetzt für die Evaluierungsinstallation. Wir wählen jetzt hier einen Installationsordner aus, bestätigen diesen und klicken auf Weiter und die Installation startet. Wir werden jetzt während der Installation gefragt, ob wir den Port 2266 in der Firewall öffnen wollen. Das ist der Port, mit dem die MFiles Clients im Standard mit dem MFiles Server kommunizieren. Da sagen wir ja. So, die Installation wurde erfolgreich durchgeführt. Was wir jetzt hier nicht machen, ist eine Online-Führung zu machen. Das können Sie gerne später selber machen. Klicken jetzt hier auf Fertigstellen. Wir sehen jetzt auf dem Desktop ein paar neue Symbole. Das ist zum einen die Administrationsoberfläche, die jetzt hier angewählt werden kann. Wir sehen hier den entsprechenden Zugang zum MFiles Client. Hier findet sie auch eine MFiles Online-Führung für den ersten Einstieg in die Software. Zusätzlich gibt es hier unten rechts in der Ecke jetzt ein kleines Symbol, das da heißt MFiles Online. Das ist der Client, der im Hintergrund auch hierüber gestartet werden kann. Was wir jetzt als erstes machen, wir machen den Explorer auf, gehen auf den Arbeitsplatz und sehen, dass wir hier jetzt ein Laufwerk M haben. Das heißt, der MFiles Client integriert sich automatisch in die Windows-Benutzeroberfläche. Wir klicken dann mit einem Doppelklick drauf und haben jetzt hier zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Wir haben einmal eine vorgefertigte Vault, so heißt eine Dokumentenverwaltungssammlung, die da heißt meine Dokumentenverwaltung, in der keine Dokumente oder wenige Dokumente drin sind, aber schon etwas Struktur zur Ablage da ist. Und hier haben wir eine Musterdokumentenverwaltung, in der man sich anschauen kann, was denn alles in MFiles gespeichert und bearbeitet werden kann. Die wollen wir mit einem Doppelklick öffnen. Das ist jetzt die Benutzeroberfläche des MFiles Clients. Wir haben hier verschiedene Bereiche. Wir haben hier oben eine Suchleiste. In der Suchleiste kann ich zum Beispiel Suchbegriffe eingeben. Dann bekomme ich die entsprechenden Ergebnisse für Dokumente und Objekte, die sich in MFiles befinden, zurück. Hier haben wir einen Abschnitt, der in vier Bereiche geteilt ist. Im oberen linken Bereich sehen wir die sogenannten Ansichten. Das heißt, in MFiles können Dokumente in strukturierter Art und Weise wie ein, wenn man so will, Explorer-Pfad dargestellt werden. Zum Beispiel kann ich darunter alle Dokumente zusammenfassen, die ich haben möchte, nach einer bestimmten Klasse sortieren. Ich möchte die vielleicht nach einem Kunden sortieren. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Dann haben wir hier unten links einen Bereich, da werden die aktuellen Aufgaben dem Benutzer angezeigt, die dem Benutzer zum Beispiel über einen Workflow zugewiesen worden sind. Dann haben wir hier oben rechts eine kleine Historie für die ganzen Dokumente, die in irgendeiner Art und Weise in der letzten Zeit von mir bearbeitet oder angeguckt worden sind. Und unten rechts sehen wir die ausgecheckten Dokumente, an denen der aktuelle Benutzer gerade arbeitet, die bei ihm in der Bearbeitung liegen und die nur er bearbeiten kann. Auf der rechten Seite sehen wir hier einen etwas größeren Bereich. Hier kann ich, wenn ich ein Dokument selektiert habe, zwischen den Metadaten, der Vorschau und entsprechenden Filtern hin und her wechseln. Die Filter beispielsweise werden automatisch aktiviert, wenn ich hier oben in die Suchleiste gehe und zum Beispiel einfach mal sage, ich suche jetzt mal ein Dokument. Kann ich zum Beispiel auf der rechten Seite entscheiden, möchte ich in Metadaten, in Volltext suchen und nach was möchte ich denn suchen? Wir suchen jetzt einfach mal los.
Wie wir sehen, wird jetzt hier im vorderen Bereich, in dem mittleren Bereich, eine Suchliste aufgebaut. Das sind die Treffer, die er anhand meiner Suchanfrage darstellt. Wir sehen, dass er auch die Bereiche in den Dokumenten und in den Texten markiert, wo er meinen Suchbegriff entsprechend gefunden hat. Wenn wir ein Dokument ausgewählt haben, sehen wir auf der rechten Seite automatisch die Metadaten. Das heißt, nach welchen Daten habe ich dieses Dokument hier im System abgelegt. Und auch hier haben wir den Effekt, dass all das, was dem Suchbegriff vom Wort stammen oder vom Wort selber entspricht, wird hier entsprechend mit einem gelben Textmarker hinterlegt. Wenn ich auf die Vorschau klicke, dann wird das Dokument in der Vorschau angezeigt. Das ist hier das Dokument in einer Vorschau. Hier kann ich zum Beispiel schnell reinschauen, um was für ein Dokument es sich handelt. Und kann auch hier gucken, ob hier irgendwelche Treffer gefunden werden konnten. Wir wechseln zurück zur Hauptansicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, zur Hauptansicht zurückzuwechseln. Das eine ist, ich klicke hier oben auf das M-File-Symbol, komme ich direkt wieder in die Startansicht. Oder was ich auch machen kann, ich kann einen sogenannten Arbeitsbereich öffnen, indem ich hier links auf diese kleine Lasche klicke. Und dann habe ich hier genau das Gleiche, dass ich hier auf einen Klick auf die Startseite dann wieder zurück zur Startseite zurückkomme. Das hier sind die sogenannten Ansichten, wonach ich Dokumente strukturiert darstellen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel mal in die erste Ansicht hineinsteigen und dann sehe ich, es baut sich eine Ordnerstruktur auf, die ähnlich aussieht wie in einem Windows Explorer, wenn ich mich in dem Ordner fortbewege. Die Ordnerstruktur hier ist eine virtuelle Ordnerstruktur. Das heißt, die baut sich automatisch auf aus den sogenannten Metadaten, mit denen ich die Dokumente in M-Files beschreibe. Das kann ich individuell zusammenstellen, wie ich das gerne möchte. Zum Beispiel kann ich hier auswählen, ich möchte jetzt gerne mal sehen, welche Dokumente zu welchem Kunden abgelegt worden sind. Das sind hier jetzt die Liste der Kunden, die im System vorhanden sind. Dann öffne ich jetzt hier mal den ersten oder den zweiten Kunden mit einem Doppelklick. Und das sind die Dokumente, die zum Kunden abgelegt worden sind. Wenn ich die wieder auswähle, dann kann ich sehen, dass in der Metadatenkarte, in der die beschreibenden Daten enthalten sind, entsprechend dieser Kunde ausgewählt worden ist. Dieses Dokument gehört zu diesem Kunden und deswegen sehe ich das auch hier in dieser entsprechenden Struktur. Wir gehen wieder zurück zum Hauptbildschirm. Wir sehen, ich habe jetzt zwei Dokumente selektiert gehabt und hier baut sich die entsprechende Auswahlliste auf, welche Dokumente habe ich zum Schluss verwendet. Das heißt, über diesen Weg kann ich auch sehr schnell auf die Dokumente wieder zurückspringen oder wieder umsteigen, je nachdem, wenn ich zum Beispiel an einem Dokument arbeite, einen parallelen Anruf bekomme, was nachschauen muss, dann kann ich wieder schnell wieder dort weitermachen, wo ich gerade war. Hier vorne sehen wir einen kleinen Pfeil. Darüber kann ich die sogenannte 360-Grad-View in M-Files aufmachen. Wenn ich das tue, dann sehe ich zum Beispiel, dass dieses Dokument mit etwas anderem verknüpft ist, in dem Fall mit einem Kunden. Hier sieht man in den Metadaten, das ist der Kunde, mit dem dieses Dokument verknüpft ist. Und dieser Kunde wird hier in M-Files als sogenanntes Objekt dargestellt. Wenn ich den hier weiter öffne, dann sehe ich, dieses Dokument gehört zum Kunden CBH International. Ich kann jetzt weitergehen und sagen, ich möchte jetzt gucken, welche Dokumente oder Objekte ich zu diesem Kunden CBH International im System habe. Und dann sehe ich, wenn ich das aufklappe, ich habe hier drei Kontaktpersonen, die zu diesem Kunden gehören und ich habe weitere Dokumente, die auch zu diesem Kunden gehören. Hierunter finde ich dann natürlich auch wieder das Dokument, was ich eingangs für die 360-Grad-View geöffnet habe, kann aber jetzt hier nicht weiter tiefer einsteigen, weil das Dokument habe ich praktisch in der obersten Ebene gehabt. Ich kann also von einem Dokument, von einem Vorfall, von einem Vorgang, von einer E-Mail direkt auf die entsprechenden Kunden springen und kann mir dort anschauen, welche Dokumente zu dem Kunden gibt es denn noch, sodass ich dann schnell mich auch durch das System durchmanövrieren kann, um genau zu den Dokumenten zu kommen, die mich gerade interessieren. Wir schauen uns jetzt mal die Administrationsoberfläche von M-Files an und machen das Fenster mal zu. Es gibt nach der Installation von M-Files hier den M-Files Admin. Das ist die Oberfläche, in der ich letztendlich die Administration von M-Files durchführe. Die öffnen wir mit einem Doppelklick und hier sehe ich, hier kann ich die entsprechende Ansicht erweitern. Das ist praktisch die Installation auf diesem lokalen Rechner.
Und hier drunter unter den Dokumentenverwaltungen werden mir die Dokumentenverwaltungen angezeigt, die wir vorhin gesehen haben. Das ist zum einen wieder meine Dokumentenverwaltung, in der eine Struktur vorgegeben ist, aber keine Dokumente enthalten sind. Und die Musterdokumentenverwaltung, in der die ganzen Beispiele und Demos enthalten sind, die ich mir halt anschauen kann. Über dieses Administrationstool kann ich letztendlich alles im System einstellen, was ich gerne möchte. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte Benutzer neu hinzufügen. Ich möchte einen Benutzer in bestimmte Benutzergruppen hineintun, weil ich möchte, dass ein bestimmter Benutzer über die Benutzergruppen Berechtigung erhält. Ich kann die Strukturen in M-Files verändern und einstellen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte neue Dokumente anlegen, neue Dokumentklassen mit beschreibenden Metadaten. Oder ich möchte zum Beispiel sagen, ich möchte einen Kunden als Objekt anlegen, damit ich darunter meine Dokumente sammeln kann. Das wäre dieser Abschnitt. Und jedes dieser entsprechenden Objekte, die wir hier haben, hat beschreibende Metadaten. Die Metadaten hier in den entsprechenden Objekten oder Dokumenten können auch dynamisch erweitert werden. Das heißt, das ist hier das sogenannte Set an Metadaten, die jedes Dokument oder jedes Objekt in dem Fall im Standard hat. Wenn ich jetzt aber auch die Notwendigkeit habe, dort weitere Metadaten hinzuzufügen, weil ich zum Beispiel ein Dokument in Verbindung mit einem Projekt bringen möchte, dann kann man das auch nachher dynamisch in M-Files tun. Was wir noch in der Administrationsoberfläche machen können, ist einen Workflow zu designen. Das heißt, ich mache das mal hier ein bisschen größer. Wir können zum Beispiel sagen, dass Dokumente, wie zum Beispiel diese Eingangsrechnung, einem bestimmten Arbeitsprozess folgt. Das heißt, als erstes wird das Dokument jemandem zugesandt, der einfach mal eine Überprüfung durchführt. Als nächstes wird das Dokument nach der Prüfung entsprechend genehmigt und dort wird dann zum Beispiel einfach die Entscheidung getroffen, ist das bezahlt oder ist es zum Beispiel abgelehnt. Hierfür brauche ich keine Programmierkenntnisse, um einen Workflow entsprechend zu erstellen. Wir können zum Beispiel einen neuen Workflow erstellen, indem wir sagen, wir möchten jetzt gerne einen Workflow für die Prüfung von Dokumenten einrichten. Dazu klicken wir hier auf Neuer Workflow. Wir geben dem ganzen Workflow einen Namen und drücken auf OK. Wir ergänzen hier erstmal einen neuen Status. Das heißt, wir haben jetzt hier den Status der Bearbeitung. Das Dokument wird entsprechend bearbeitet. Wir schieben diesen jetzt ein wenig auf der Oberfläche umher, damit das Ganze wie ein Workflow von oben nach unten aussieht. Wir fangen jetzt an, praktisch diese Workflow-Schritte zu verbinden, indem man mit der Maus an den Rand geht und einfach den Pfeil rüberzieht. Das heißt hier, das ist der Status Bearbeitung. Jetzt klicken wir hier doppelt drauf und sehen, welche Optionen wir hier für den Workflow haben. Wir gucken uns jetzt hier die Aktionen an und sagen, ich möchte gerne dieses Dokument einem Benutzer zuweisen, der das Dokument entsprechend bearbeitet. Können wir jetzt hier auswählen, welcher Benutzer das sein soll. Das kann entweder ein Benutzer sein, der ein fester Benutzer ist, also immer der gleiche Benutzer, oder aber ein Benutzer aus den Metadaten. Und das machen wir hier an dieser Stelle. Wir wollen nämlich, dass das Dokument im ersten Schritt an denjenigen gestellt wird oder an denjenigen gesendet wird, der das erstellt hat. Wir geben hier noch einen Hinweistext ein. Und bestätigen mit OK. Als nächstes fügen wir einen Schritt ein, Freigabe des Dokuments. Und hier geben wir auch einen entsprechenden Benutzer an. Dann nehmen wir uns hier den User, über die wir jetzt die Installation durchgeführt haben, das sind wir nämlich selber. Wir schieben diesen neuen Schritt hier einfach runter und verbinden die einfach mit dem Pfeil. Dann treffen wir jetzt eine Entscheidung, das heißt, ich brauche zwei neue Schritte. Freigabe. Oder aber ich sage, Überarbeitung notwendig.
So, bei der Überarbeitung werden wir wieder jemanden entsprechend adressieren, nämlich denjenigen, der das Dokument erstellt hat. Das soll uns jetzt von den Workflow-Schritten als erstes einmal reichen. Was man hier auch sieht, wenn ich mir so einen Workflow-Schritt angucke, es gibt noch jede Menge mehr Möglichkeiten, diesen Workflow mit Leben zu füllen und bestimmte Dinge im Workflow umzusetzen. Wir speichern jetzt diesen Workflow. Ich gehe jetzt wieder nach M-Files in den Client. Und jetzt erstelle ich einfach ein Dokument, indem ich hier oben auf Plus erstellen klicke, wähle dann hier aus, ich erstelle ein Dokument, wähle eine Dokumentenklasse aus, zum Beispiel eine Notiz. Wir machen das jetzt mit einem Textdokument. Das kann jede Art beliebiges Dokument sein und vergeben hier einen Titel. Können hier weitere Daten eingeben, wie zum Beispiel ein Ereignisdatum, ein Dokumentendatum. Hier haben wir eine Auswahlliste beispielsweise. Da kann man aus mehreren Möglichkeiten einfach wählen, was ist das. Da wählen wir jetzt mal sonstige Besprechungen aus. Diese Listen kann man auch automatisch filtern, indem man hier direkt oben eintippt und dann findet man die entsprechenden Treffer, die zu der Eingabe passen in dieser Liste. Ich möchte gerne einen Projektbezug herstellen, zum Beispiel zu einer IT-Schulung. Das soll uns fürs Erste reichen. Was ich jetzt mache, ich wähle jetzt hier den Workflow aus, Prüfung Dokumente und drücke auf Erstellen. Sofort wird mir das Dokument geöffnet. Ich kann hier einen Text eingeben, schließe das und sage einfach, ich möchte das Dokument speichern. Jetzt fragt M-Files mich, ob ich das einchecken will. Das heißt, aus dem lokal erstellten Dokument soll jetzt ein Dokument in M-Files auf dem Server werden. Dieses Dokument taucht jetzt hier unten links in der Ecke auf. Hier sieht man, das ist jetzt der entsprechende Workflow, den wir gebaut haben. Er hat jetzt dem entsprechenden Benutzer, nämlich diesem Administrationsbenutzer, dieses Dokument zugeschickt, weil wir im Workflow gesagt haben, derjenige, der das Dokument erstellt hat, soll das bearbeiten. Wir sagen jetzt, die Bearbeitung ist abgeschlossen und können jetzt einfach hier unten rechts den Workflow-Status ändern, zum Beispiel auf Freigabe des Dokuments. Wir bekommen das Dokument wieder, weil wir für die Freigabe des Dokumentes den gleichen Benutzer ausgewählt haben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, an dieser Stelle zu sehen, dass dieses Dokument im Status Freigabe des Dokuments sich befindet. Und wir können beispielsweise über die Historie einsehen, was mit dem Dokument in der Vergangenheit passiert ist. Über Rechtsklick öffne ich das Kontextmenü und kann auf den Verlauf klicken und dann öffnet sich mir die Historie des Dokumentes. Das funktioniert mit jedem Objekt oder jedem Dokument. Hier sehe ich zum Beispiel, wir haben in der ersten Version das Dokument in dem Schritt Bearbeitung gehabt und haben jetzt im zweiten Schritt, in der zweiten Version, das Dokument im Schritt Freigabe des Dokumentes gehabt. Und jetzt kann dieser User zum Beispiel entscheiden, weil wir ihm die Möglichkeit gegeben haben, entweder zu sagen, das Dokument ist freigegeben oder aber eine Überarbeitung ist notwendig. In dem Fall wollen wir das einfach freigeben. Und damit ist unser Workflow beendet.